Nie wieder Krieg. Dazu bekennen sich in Paris 11 Nationen. Das Fürstentum Liechtenstein steht vor einer der größten Herausforderungen in der Geschichte. Das war nur 10 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die Welt befand sich sehr stark im Umbruch. Es hatte viele neue Staaten gegeben. Betrachtet man Liechtenstein zu der Zeit, so ist 1928 ein Jahr der Katastrophe. Denn 1927 war ja der Rhein eingebrochen und hatte Teile des Landes überflutet und mit Stein und Kies bedeckt. Es ist ein trüber, nebliger Sonntag. Nur über dem Nebelmeer zeigt sich die Sonne. Das Quecksilber steht in Vaduz bei -7 Grad, als Herbert Eduard Badliner, drittes von 4 Kindern, der Maria May geborene Thaler und des Eduard Badliner, das Licht der Welt erblickt. Wir sind auf keinen Fall anti-autoritär, sondern autoritär erzogen worden. Respekt vor dem Papa, vor der Mama. Wir haben hier und da mal Schläge bekommen. Da hat sich niemand drum gekümmert und da werden also keine Klage gereicht worden. Wir haben gewusst, das hat uns gut getan und das haben wir auch verdient. Also im Großen und Ganzen möchte ich sagen, wir haben eine wunderschöne Kindheit gehabt. Herbert Badliner besuchte die Volksschule in Vaduz. Empfing am 4. April 1937 seine erste heilige Kommunion und war Mitglied der Pfadfinder. Da hat man 10.000 Franken in die Hand genommen, ist mit denen 10.000 Franken einmal zur Steuer gegangen. Dann hat man dort eine Quittung bekommen, dass man die Steuer eingezahlt hat für die Gründung. Dann ist man zum Landgericht gegangen, hat die 10.000 Franken bar vorgelegt, das ist die Kapitalbasis gewesen. Er hat die Bestätigung Kapital bar vorgelegt, so ist es im Handelsregister eingetragen geworden. Ist gegangen, heimgegangen, am Nachmittag ist man wieder gegangen mit der gleichen 10.000 und hat die Zweitgründung gemacht. An dem Pult sitze ich nunmehr genau seit 40 Jahren. Und vorher bin ich im Haus Rechsteiner gesehen und am 1. Dezember 1968 bin ich gezügelt und habe dieses Bürohaus bauen lassen und sitze an diesem Pult genau seit 40 Jahren. Auch privat wird die Beziehung zu Freundin Rita Bühler fundamentiert. Ja, und bei uns war die Horzig am Morgen in der Kirche um 9:30 Uhr. Gewesen. Und da musste man so nüchtern sein. Und dann ist man zum Mittagessen. Dann hat man eine Ausfahrt gemacht am Nachmittag zum 4 Uhr in Steg. Dieser Berg. Und wir sind dann am Abend sind wir dann weggefahren. Schon. Also tot, sterbensmüde. Am 30. Juli 1967 ist Herbert Badliner Mitorganisator der Hochzeit von Erbprinz Hans Adam II. Mit Marie Gräfin Kinski von Wichnitz und Tettau in Vaduz. Für meine Frau und für mich ist es natürlich unvergesslich, er hat mit organisiert damals unsere Hochzeit und das war wirklich fabelhaft organisiert. Das war für Liechtenstein das größte Ereignis, das es je in dem Umfang gegeben hat. Also es war eine echte Herausforderung. Die deutsche Zeitschrift Der Spiegel hat 1997 mit einem jahrelangen Mitarbeiter und EDV-Verantwortlichen der Kanzlei Badliner einen Vertrag abgeschlossen. In diesem Schreiben ging es darum, Kundendaten und Reglemente aus den Jahren 1989 bis 1993 aus der Kanzlei zu stehlen und diese dann für eine abgemachte Summe an die Zeitschrift weiterzugeben. Und das finde ich das Perfide, dass ein Verlag wie der Spiegel auffordert zur Spionage und der Betreffende hat das gemacht. Ist aber nachher zu 3 Jahren rechtskräftig verurteilt worden von einem Oberlandesgericht Innsbruck. Und für mich ist das in meiner beruflichen Laufbahn sicherlich die größte Zäsur gewesen und ist aber auch der größte, wenn ich so sagen kann, Hammerschlag gewesen, wo sich ein Treuhänder oder ein Rechtsanwalt sich leisten kann. Wir haben gesehen, wie wir in die Kirche gegangen sind, ins Josefskapellchen und da war er und da haben wir uns fast Sorgen gemacht um seine Gesundheit. Aber Gott sei Dank hat er sich dann sehr schnell wieder davon erholt. Wir haben keine Gelder betreut. Es ist übrigens auch korrigiert worden von Essen. Wie unser Name
Es ist nicht verschiedentlich, wie Sie sagen, sondern nur einmal genannt worden ist, ist uns unerklärlich und folgedessen aufgrund der Korrektur ist es für mich auch abgehakt. Eishockey hat mich immer schon fasziniert. Herbert Badliner ist ein großer Pferdefreund und hat auch international bekannte Springreiter wie den österreichischen Weltmeister Hugo Simon tatkräftig unterstützt. Die Beziehung von Herbert Badliner zum Vatikan hat sich in den letzten Jahren intensiviert. Mensch, alles, was du willst, sagt Silesius, liegt schon zuvor in dir. Es liegt nur an dem, dass du wirkst dafür. Und für mich ist der Herbert Badliner die Ausführung dessen von Angelus Silesius auf das Wesentliche konzentriert. Und es ist erstaunlich, was er in den Jahrzehnten seines Lebens eingebracht hat. Da muss man Dank sagen, seiner Familie auch.